Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Ich habe hier soweit das Haus gebaut. Und heute wollen wir da das Autosieve reinmachen. Die ganze Anlage und hier das ME-System. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Autosieve an. So, da hätten wir dann nämlich alles. Das kann man aus, das hier unten rein. Und ja. Ich weiß noch gar nicht, ob ich damit überhaupt hinkomme. Und Professor Ente muss mir noch eine Sache liefern. Nämlich hier Dingens, womit ich Stein mache. Also, Stein wird zu Kies. Moment mal, was ist das jetzt? Das Autosieve. Stein wird zu Kies. Stein wird zu. So, Stein wird zu Kies. Stein wird zu Kies und zu Sand. Und mir fehlen Autosieves. Stein wird zu Kabel. Ich habe ein Autosieve zu viel. Okay, ja, kann man jetzt nichts dran ändern. Das Einzige, was ich tatsächlich machen kann, ist, dass ich das bestelle gleich, weil ich soll das fordern, was ich damals hatte, weil sie mir damit unter die Arme greifen wollen und weil es für euch halt dann auch nicht so langweilig wird. So. Also Energieversorgung sollte theoretisch für immer gewährleistet sein jetzt. Die werden alle noch zwischengeschaltet an mehrere Batterien. Okay, die Autosieves müssen ohnehin noch mal weg. So, hier kommen noch Batterien ohne Hände hin. Und hier haben wir jetzt eine riesige Wand voll mit den Dingern. So, die restlichen muss ich tatsächlich nochmal behalten. Aber jetzt können wir zumindest schon mal anfangen, das ME-System aufzubauen. Hier haben wir 16 Reparation Chambers. Wovon jetzt 8 hier vorne hinkommen. Also 8 mal 2. Vielleicht bestelle ich da auch noch ein paar mehr von, dass wir hier auch eine ganze Wand voll machen können. Dann brauche ich auch noch mehr Energiezellen, weil Energie ist eine der wichtigsten Sachen hier.
So. Komm, machen wir eine Viererwand. Das genügt auch. Okay, wir machen doch eine Zweierwand. Ist einfacher. Das heißt 8 mal 2. So. So, jetzt packen wir mal alles raus, was ich gerade derzeit nicht brauche. Das brauche ich nämlich alles nicht. Ich brauche die Dinger, Interfaces, das, das, das. Und jetzt wird hier mal ordentlich reingehauen. Hier kommt das Interface rein. So, der Controller meine ich. Der wird hier verbunden. Und das hier wird hier verbunden. Das Kabel verlegen wir hier lang. So. So, dann kann ich hier jetzt zum Beispiel auch schon mal den Inscriber dran anschließen. Und jetzt die ganzen anderen Maschinen hier noch holen, den Molecular Assembler. Zum Beispiel die Sachen brauche ich. Den Alloy Smelter, die SAG Mill. Die brauche ich auch wieder. So, das Ding hier hin. Alloy Smelter und SAG Mill kommen. Alloy Smelter hier. SAG Mill da. Hier zwei daneben. 4K Crafting Storages. Die klatschen wir. Ja, wo klatschen wir die hin? Ich glaube, die klatsche ich einfach mal hier hin. Und zwar mit 6 Platz. Also 3 Platz.
Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Geh das weg. Geh das dran. Ja, wieder ein Fehler. Das soll dann nämlich gar nicht hin. Da soll das hier hin. Die kommen hier hinten dran. So, dann habe ich hier nämlich jetzt einen schönen Klotz zum Craften. Dann bauen wir hier einen weiteren Klotz. So. Holen jetzt mal die ganzen Panels hier raus. So, so, so. Und so. So, das Terminal. Machen wir hier rein. Pattern Terminal. Hier. Interface. Crafting. So, und hier wird jetzt zum Beispiel alles angezeigt. Dann hier unser ME-System wird angezeigt. Auf, wir können zwar noch nichts reintun. Hier seht ihr, ich klicke hier die ganze Zeit, weil hier noch keine Karten drin sind, aber rein theoretisch würde es jetzt laufen. Bis zur nächsten Folge habe ich es dann, habe ich das hier dann soweit fertig gebaut, alles. Beziehungsweise machen das am Anfang der Folge. Ich möchte mit dem Vibration Chamber hier nochmal alles voll machen. Hier kommen noch ganz viele drauf. Und ich suche mir mal ein anderes Material für die Innenwände raus. Und dann schließen wir auch die Dinge direkt versucht ans ME-System anzuschließen und bliblablub. Von daher würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.